Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 9.09.2014, 9.18 Uhr ist es ganz genau. Heute stehen vor allem die Nachrichten aus England im Fokus. 10.30 Uhr, das Handelsbilanzsaldo, die Industrieproduktion und die Erzeugung im produzierenden Gewerbe, allesamt für den Juli. Gefolgt dann von dem Bank of England Inflationsbericht um 11.30 Uhr. Ansonsten stehen kaum noch nennenswerte, volatilitätserhöhende Ereignisse aus, die zumindest hier planbar sind. An der Börse ist alles möglich, daher Nachrichten aus der Ukraine kann man natürlich alles nicht ausschließen, aber die Nachrichten, die wie gesagt hier planbar sind, die sind maßgeblich heute um 10.30 Uhr bzw. um 11.30 Uhr aus England. Kommen wir zum DAX auf dem H4-Chart. Weiterhin übergeordnet als auch untergeordnet, das sehen Sie hier in dem aufwärts verlaufenden Trendkanal. Long. Wir sind vor dem 78,6er Retracement, 9.800 Punkte, die begrenzen ihn aktuell noch, dann ist der Weg frei bis in den Bereich von 10.045 Punkten. Darunter besteht immer eine Konsolidierungsmöglichkeit bei einem Ausbruch und das wird wahrscheinlich die meisten hier interessieren, ist natürlich die Frage, wo setze ich untergeordnet den Stop hin? In der gegenwärtigen Situation ist es so, dass das letzte Tief hier im Bereich der 9.713 Punkte zu lokalisieren ist. Das heißt, man müsste hier schon einen sehr weiten Stop-Loss benutzen oder man geht eben hier noch weiter in die Trendstufen rein und versucht dann, wie gesagt, sehr eng zu stoppen, wenn er einem nochmal ein höheres Tief anbietet unter dem Ausbruchsniveau. Das heißt, aktuell hier leicht konsolidierend auf dem M30-Chart, übergeordnet, untergeordnet, bullisch. Werfen wir einen Blick auf den Dow Jones, das habe ich Ihnen hier mal so vorbereitet. Aktuell auch hier momentan seitwärts die wichtigen Zahlen nach unten hin, 17.000 als auch 17.160 Punkte. Im Falle einer Korrektur gehen wir vermutlich bis in den Bereich hier der Tages-EMA, SMA 55, 16.890, 16.900 Punkte, darunter 16.780 Punkte, so rum. Das sind hier die vier nächsten wichtigen Handelszonen für den Dow Jones. Wenn wir mal den S&P angucken, auch der momentan seitwärts. Auch hier lohnt es sich noch nicht zu investieren. Vortageshochausdehnung, Jahreshoch 2012 Punkte, definitiv interessant. 1990 würde mich auch nochmal interessieren für eine untergeordnete Bodenbildung. Ansonsten hier weiterhin im untergeordneten Stundenchart seitwärts. Hier sieht man auch im Prinzip, wenn hier das untere Niveau fällt von 1.988, 1.990 Punkten, kann man davon ausgehen, dass wir dann in den Bereich der Vorwochen-Tiefausdehnung fallen. Tages-EMA, SMA 55, 1.974 Punkte als Unterstützung. Der nächst nähere Unterstützungsbereich liegt dann bei 1.950 Punkten. Kommt es zu einem Ausbruch über die 2013er Marke, dann kann man hier damit rechnen, dass wir bis in den Bereich von 2030 Punkten laufen. Aber auch der Nasdaq ist momentan hier seitwärts gerichtet. Sehr, sehr schön zwischen dem Vorwochentief hier in diesem Bereich 4051 Punkte und dem Vorwochenhoch von 4113 Punkte. Kommt es zu einem bullischen Ausbruch, rechnen wir hier mit Kursen rund um 4144 bis rund 4161 Punkten. Ist die obere statistische Wochenbandbreite, also da, wo er sich in der Regel immer auffällt auf Wochenbasis, statistisch gesehen. Und die Vorwochenhochausdehnung, das bedeutet, bricht er das Vorwochenhoch, dann kann man davon ausgehen, dass er dann letztendlich bis zur Vorwochenhochausdehnung läuft. Ja, sagt hier im Prinzip schon der Name. Geht es unter das Vorwochentief, unter 4051 Punkte, können wir davon ausgehen, dass er dann bis in den Bereich von 4000 Punkten fällt. Da ist dann eine nennenswerte übergeordnete Unterstützung. Der letzte Index, der Swiss Market Index, wollen wir uns den auch nochmal angucken, auf dem M15. Ja, weiterhin seitwärts hier, Vorwochenhoch. 8.850. Beim Bruch dieser Marke sollten wir bis in den Bereich von 8.930 bis 8.940 Punkten laufen. Unter der 8.750er Marke Korrekturmöglichkeit bis 8.680 oder 8.574. Gut, damit das zum Thema Indizes, also weiterhin bullisch, untergeordnet, leicht seitwärts, aber durchaus Chancen hier für gewisse Ausbrüche. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Euro-US-Dollar, genau. Da ist momentan das bärische Momentum weiterhin völlig intakt. 1,2873 sind wir aktuell, aber wir sind schon weit gelaufen und vor allem die Monats-EMA 200. 1,2822 ist die nächste markante Unterstützung hier in diesem Bereich. Monats-EMA 200 schon lange nicht angetestet. Wichtig, wie stark die letztendlich wirken, die gleitenden Monatsdurchschnitte. Das sehen wir zum Beispiel hier oder hier. Sollte man nicht ignorieren.
konfigurieren. Also 1,28, 22, 1,28, 30, so in dem Bereich sind wir sehr, sehr gut unterstützt. Und letztendlich muss man auch sagen, es wird immer, sagen wir mal, kritischer für Short-Positionen, denn wir kommen hier auf dem übergeordneten Wochenchart langsam in den Bereich der 1,2750, 1,28er Marke. Und da sind durchaus stärkere Unterstützungen zu lokalisieren. Der Euro ist erst wieder richtig unter, ich sage jetzt mal richtig in Anführungszeichen, unter 1,2650 US-Dollar pro Euro Short. Aber jetzt hier in diesen Unterstützungsbereich reinzuschorten, ist zu gefährlich. Er kann sich hier stabilisieren, zeigt sich im Übrigen auch im US-Dollar-Schweizer-Franken. Da müssten wir genau das Gleiche, die gleiche Situation vorliegen haben. Genau, da haben wir nämlich hier oben die Wochen-EMA 200. Das heißt, das, was so gesehen als Unterstützung im Euro zu lokalisieren ist, ist eben hier der Widerstand im US-Dollar-Schweizer-Franken. Und da würde es mich nicht wundern, wenn wir zumindest eine Korrektur einleiten. Das muss nicht kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nun mal da und es bringt ja nichts, die EMAs wegzudiskutieren. Sie liegen aktuell da im Raum. So ein bisschen wie das schottische Referendum auf dem britischen Pfund, wie so ein Elefant im Raum. Jeder weiß, dass er da ist, aber mal gucken, wie er reagiert, so nach dem Motto. Letztendlich muss man gucken, untergeordnete Trendwende wäre hier sicherlich machbar, aber der Euro ist sehr, sehr interessant, auch für eine kurzfristige Long-Position. US-Dollar, Kanadisch-Dollar seitwärts weiterhin. Wo haben wir denn den hier? Aktuell zwischen der psychologischen 1,10er-Marke und der 1,08, 200 Pips, also hier in der Seitwärtsphase, bricht er diese, kann man davon ausgehen, dass er diese 200 Pips, die er aktuell seitwärts konsolidiert, oben auf das Ausbruchsniveau letztendlich draufpackt. Das heißt, mit der Projizierung wäre dann ein Kursziel von rund 1,12 hier im Fokus. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, also interessant für einen Ausbruch aus der Range, beziehungsweise anders formuliert aus der Seitwärtsphase. Australisch-Dollar, Japanisch-Yen habe ich mit zwei Marken aufgeschrieben. Mittelfristiger Long, ganz klar, dauert noch ein bisschen, 96,60 hier unten an der Ausbruch. An dem Ausbruchsniveau der Konsolidierungsformation und untergeordnet ein Scalp ist auch nochmal interessant, nämlich Vorwochenhoch, Vortageshoch. Da konsolidieren wir aktuell, beziehungsweise wir konsolidieren momentan zwischen Vortagestief, unterer statistischer Wochenbandbreite hier unten und hier oben halt Vorwochenhoch, Vortageshoch. Sollte diese kleine Konsolidierung bullisch ausgehebelt werden, rechnen wir damit, dass wir bis in den Bereich von 99,50 dann laufen können. Das im Australisch-Dollar, Japanisch-Yen. Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar hatten wir, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr besprochen. Aber auch hier nochmal der Hinweis. Genau, auch da nochmal hier der Hinweis. Schöne Seitwärtskonsolidierung, Vorwochenhoch in dem Fall. Beziehungsweise Vorwochentief. Da konsolidieren wir seitwärts momentan in 120 Pips. Und da ist natürlich hier dieses Level, nämlich die 1,0234. In jedem Fall interessant bei einem Ausbruch. Ob man sich jetzt positioniert inmitten der Seitwärtsphase, sicherlich untergeordnet eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch den Ausbruch abwarten. Australisch-Dollar, Schweizer Franken hier momentan im Rücklauf. Das ist gut, das ist positiv. Ich hoffe, und da kann man durchaus hoffen. Wenn man tradet, ist Hoffen im Prinzip der Kardinalsfehler Nummer 1, aber hier wäre es eben, oder anders formuliert, noch schön, wenn er tiefer konsolidieren würde. Und dann könnte man, wie gesagt, hier den Long Trade machen und da hört dann das Hoffen auf. Da muss man eine ganz klare Linie ziehen. 0,86 zu nennen als Marke mit dem Stop Loss und das hatten wir dann auch schon gestern besprochen. Na, nicht der Daumen runter, so, sondern der Long im Prinzip hier in dem Bereich mit dem Stop Loss. Unter der 0,8560 konkret, wenn man das mal setzen sollte, wäre der Stop-Loss aus meiner Sicht bei 0,8855 zu setzen, 0,8850, der Long im Prinzip hier bei 0,86 zu etablieren, wenn die untergeordnete Trendwende stattgefunden hat. Sie muss nicht so weit gehen, die Korrektur. Wir sind weiterhin Long, aber es wäre, wie gesagt, diesbezüglich eben schön. Denn da könnten wir dann eben nochmal gucken, ob wir untergeordnet in den Markt reinkommen, hier im Bereich der 0,86er Marke. Das war's von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Wir hören uns natürlich heute Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.